Ja, hallo, herzlich willkommen, guten Abend im Kino des Deutschen Filmmuseums. Ja, vielmals Entschuldigung erstmal für die Verspätung, weil es leider wegen der vorausgehenden Veranstaltung. Jetzt fangen wir aber gleich an. Ich verliere jetzt auch gar nicht viel Zeit. Ich begrüße Sie nur ganz herzlich zum Auftakt der Begleitreihe der Ausstellung. Es gibt auch noch einen extra Flyer dazu. Also bis September wird es zahlreiche Begleitveranstaltungen geben zur großen 2001-Ausstellung. Heute in Kooperation mit der Luminale zum Thema Licht in Kubricks Filmen. Ja, ich freue mich jetzt auch gleich noch, Nils Daniel Peiler Ihnen vorstellen zu dürfen, der dann auch bei den weiteren Veranstaltungen ja, die Begrüßung und Moderation übernehmen wird. Der Teil des Ausstellungsteams ist der 2001-Ausstellung und der am besten sicherlich hier auch zu den Referenten was sagen kann. Ja, dann einen schönen Abend und herzlich willkommen auch Nils Daniel Peiler. Ja, auch von meiner Seite aus ein ganz herzliches Willkommen, auch ein besonderes herzliches Willkommen an die Gäste der Luminale. Das ist natürlich ein wunderbares Bild. Wir mussten leider einige Gäste sogar wegschicken, weil unser Kinosaal aus allen Nähten platzt. Heute Abend hier zum Auftakt des gesamten Begleitprogramms ist die erste Veranstaltung und ich darf Sie auch gleich schon darauf hinweisen, falls Sie in den Osterferien noch nichts vorhaben, am Osterwochenende haben wir gleich die nächsten Highlights, nämlich einmal am Ostersamstag Richard Daniels, hier den Kubrick-Archivar, aus dessen Bestand die meisten Objekte unserer großen Jubiläumsausstellung Kubricks 2001 50 Jahre A Space Odyssey stammen. Und außerdem am Ostermontag, das sollten Sie sich unbedingt reservieren, David Zane Meyerowitz Hörspiel Der Knochen, eine Zeitreise zurück in die 1960er Jahre. Das nur als Ausblick. Ich bin heute Abend natürlich zu Ihnen gekommen, um Ihnen den Redner des heutigen Abends vorzustellen. Und ja, freue mich ganz besonders, dass wir niemand anderes als Professor Dr. Thomas Köbner für den Auftaktvortrag unserer Reihe gewinnen durften. Und ich möchte Sie kurz noch auf einige organisatorische Sachen hinweisen, bevor ich Ihnen unseren Referenten des heutigen Abends näher vorstelle. Einmal kurz zum Ablauf. Wir haben jetzt einen etwa dreiviertelstündigen Vortrag, im Anschluss die Möglichkeit der Diskussion. Also wenn Sie Fragen, Anmerkungen haben, dann haben wir dafür noch Raum. Wir machen dann noch mal eine kurze Umbaupause und einen Nacheinlass für diejenigen, die nur zum Film kommen und nicht bereits zum Vortrag anwesend sind. Und der Hinweis an Sie ist, das Filmcafé hat dann auch noch geöffnet. Also wir haben ja einen relativ langen Film heute Abend vor uns mit Barry Lyndon. Und wenn Sie sich dann noch mal erfrischen möchten, dann haben Sie dann noch die Gelegenheit dazu. Allerdings ist das dann auch die letzte Gelegenheit, denn während der Pause des Films ist das Filmcafé dann nicht mehr geöffnet. Also nach dem Vortrag und nach der Diskussion können Sie sich gerne noch mal kurz erfrischen. Wir machen eine 5-minütige Pause und auch die Pause im Film Barry Lyndon, den wir in der integralen Roadshow-Fassung zeigen, mit einer Pause wird 5 Minuten dauern. Das nur als Ausblick. Ein weiterer Ausblick, Sie haben es wahrscheinlich oben schon an der Kasse gesehen, Thomas Köbner ist ja einer der großen Autoren, was die wissenschaftliche Literatur, die filmwissenschaftliche Literatur angeht, unter anderem auch zum Thema Science Fiction hat er den Klassiker herausgegeben aus der Reklamreihe Filmgenres. Wenn Sie diesen Band noch nicht haben, er ist oben an der Kinokasse erhältlich und Thomas Köbner hat sich auch bereit erklärt zu signieren in der Pause. Sein jüngstes Werk ist gerade erst erschienen und druckfrisch, nämlich Von Träumen im Film und, wie er selber sagt, vielleicht sein bislang persönlichstes Buch, gerade im Schüren Verlag herausgekommen. Da gibt es schon einen ersten Applaus, das finde ich wunderbar. Thomas Köbner, geboren 1941, hat Germanistik, Kunstgeschichte und Philosophie in München studiert und seine akademischen Stationen waren danach München, Köln, Wuppertal, Marburg und natürlich Mainz, denn vielen von Ihnen ist er sicherlich noch bekannt als Begründer des Seminars für Filmwissenschaft an der Universität Mainz, das er dort 1993 eingerichtet hat. Zwischenzeitlich, nämlich Anfang der 1970er Jahre, 1972, 73, hat er sich in der Entwicklungspolitik engagiert und von 1989 bis 1992 war er Direktor der Deutschen Film- und Fernsehakademie Berlin, der DFFB. Er hat unzählige Publikationen und Buchreihen vorgelegt, gibt viele heraus. Man kann sagen, dass eigentlich kein Filmwissenschaftsstudent im
Grundstudium ohne die Literatur auskommt von an Thomas Köbner vorbeikommt. Ich möchte nur zwei Titel nennen. Einmal natürlich seine Filmgenre-Reihe und das andere ist zum Beispiel auch bei Reklam erschienen, das Sachlexikon des Films. Auch ein Buch, das ich in jedem Einführungsseminar den Studierenden immer wärmstens ans Herz lege. Thomas Köbner ist eine unverzichtbare Stimme der deutschsprachigen Filmwissenschaft und wir sind sehr geehrt, dass er heute Abend hier den Auftaktvortrag zu unserer großen Begleitreihe zu Kubricks 2001 hält. Er hat so viele Publikationen vorgelegt und auch nach seiner Emeritierung in Mainz ist er weiter sehr produktiv mit Studien, mit Büchern über Robert Altman, über Bergman, über Fellini, über Polanski, Edgar Reitz, Steven Spielberg oder eben zuletzt mit Büchern zum Schönen im Kino oder eben das neueste Buch von Träumen im Film. Vielen Dank, dass Sie zu uns gekommen sind, Thomas Köbner. Ich bin sehr gespannt auf Ihren Einblick zum Thema Lichtinszenierung in Filmen Stanley Kubricks, insbesondere Berlin und 2001 Odyssee im Weltraum. Und danke, dass Sie heute Abend zu uns sprechen. Ich danke Ihnen für diese Einführung und begrüße Sie, meine Damen und Herren. Ich möchte über Lichtinszenierung und Modellierung bei Kubrick sprechen. Das ist eine etwas ausgreifendere Studie gewesen, will mich aber nur auf zwei Filme konzentrieren, nämlich 2001 und Barry Lyndon. In der Kunstgeschichte sind wir gewohnt, über Licht zu sprechen. Kann man auch gar nicht anders, wenn man sich mit Caravaggio, Vermeer oder Edward Hopper beschäftigt, ist die Gestaltung des Lichts etwas Zentrales. Das ist kein Zufallselement, sondern eine entscheidende künstlerische Komponente. Im Film ist das nicht so häufig der Fall, dass wir sozusagen bemerken, dass hier das Licht komponiert oder inszeniert worden ist. Das hängt mit vielen Faktoren zusammen. Aber wo es sehr deutlich wird, wie bei Kubrick, ist es umso auffälliger. Hier ist Licht ein Gestaltungselement ganz besonderer Art. Sicherlich hängt das auch damit zusammen, dass Kubrick selber ursprünglich Fotograf gewesen ist und dass er für die Produktion seiner wichtigen großen Filme unendlich viel Zeit gehabt hat oder sich genommen hat, dass er im eigenen Atelier gedreht hat, dass niemand ihm reinreden konnte, sondern dass er eigentlich alles selber gestaltet hat. Was nur vorweg, deswegen, ich will da keinen Hehl draus machen, bewundere ich sehr, was Kubrick da zustande gebracht hat und hoffe, dass ich sozusagen Ihren bewundernden Blick auch auf diese beiden und andere Filme lenken könnte, wenn das nicht sowieso schon der Fall ist. Lichtgestaltung gehört zur Inszenierung eines Films, ist gekennzeichnet durch ihre Künstlichkeit, die nicht nur dazu dient, ein bestimmtes Umfeld sichtbar werden zu lassen, sondern auch dazu spezifische Emotionen und Eindrücke auszulösen oder zu verstärken. Denn jede Bildkomposition meint immer etwas. Ich habe eine wichtige Lehrzeit an der DFFB als deren Direktor damals mitgemacht, als ich mich in diesen 3 Jahren mit fast 100 Filmen beschäftigt habe und mitbekommen habe, wie genau junge Filmemacher sich überlegen, was für Wirkung sie erzielen wollen, mit welcher Präzision sie ein Bild einrichten, einen Lichteinfall kontrollieren und wie schnell wir eigentlich über diese Dinge hinweggehen. Da ist mir klar geworden, dass auch Filme das Prinzip der wiederholten Anschauung verlangen dürfen. Denn erst beim wiederholten Anschauen entdeckt man wenigstens etwas von dem, was die Intelligenz, die kreative Intelligenz von Filmemachern in diese Filme hineingesetzt hat, auch was die Lichtgestaltung betrifft. Also, jede Bildkomposition meint immer etwas. Ihre mehr oder weniger auffällige, absichtsvoll geplante oder unabsichtlich mitgeschleppte Bedeutung stützt eine sich entwickelnde, vielgliedrige Erzählung, ob sie will oder nicht, sogar wenn Hauptfüll- und Rückenlicht nach trivialer Konvention gesetzt werden.
Es gibt Szenentypen oder Standardsituationen, die eine bestimmte Lichtgestaltung erfordern. Der Überschwang der im Licht sprühenden Tanzsaal, tobenden Hochzeitsgesellschaft oder die Einsamkeit des Loners auf den nächtlichen, nur schwach erhellten Straßen. Das sind sozusagen gewissermaßen Denkvorgaben, die dann meistens in der Inszenierung berücksichtigt werden. Die Verteilung von direkten und indirekten Lichtquellen, das ist das tägliche Brot von allen Kameraleuten. Bei Tag und bei Nacht kann sich ebenso Vorbildern in der Malerei angleichen. Jener Malerei von Georges de la Tour bis Jan Vermeer, die mit Helligkeitsnuancen und Schattenrissen experimentieren. Gleich, ob es sich um die Lichtmodellierung in bäuerlichen Hütten, bürgerlichen Zimmern oder feudalen Sälen, in privaten Ensembles oder nüchtern Büroarrangements handelt. Es wäre gleich vielleicht hinzuzusetzen, dass Kubrick ein sehr gebildeter Regisseur war. Das heißt, er war ein nicht nur Besitzer von einer außerordentlich wertvollen Sammlung von Bildern, zeitgenössischer und vorzeitgenössischer Malerei. Er kannte sich in der Kunstgeschichte auch sehr gut aus. Das ist in manchen seiner Filme, zum Beispiel bei Barry Lyndon, zum Greifen. Es gibt aber auch nicht nur Standardsituationen und Szenentypen, die bestimmte Lichtarrangements einfordern, sondern es gibt auch kulturelle Muster oder sagen wir mal eine historisch für eine bestimmte Periode geltende Stilistik der Lichtsetzung. Sie können das beobachten, wenn Sie die frühen Filme von Jean Renoir anschauen, wie hier plötzlich die Idee der Schwerelosigkeit und Leichtbeschwingtheit sich umsetzt in einer oft sommerlich hellen Idyllenlandschaft, die an die Plenärmalerei der Impressionisten seines Vaters, Jean Renoirs Vaters Auguste Renoir, erinnert. Oder an ein Beispiel, das heute ganz vergessen ist, das schräg von oben einfallende Erlösungslicht in Anlehnung an die vom Staub verwirbelten Lichtbahnen aus hochliegenden Kirchenfenstern, die religiöse Schauer hervorrufen sollen, zumal wenn es auf Personen fällt, die ihrem Glück oder ihrem Tod näher gerückt sind. Im Stummfilm wird dieses Licht von oben gerne zur Überhöhung der Schlussszenen verwendet. Man denke an solche Apotheosen, Lichtapotheosen in Murnau's Sunrise oder Borsages The Seventh Heaven, beide 1927. Es gibt natürlich auch Schulen, die sich eine Weile über verschiedene Epochen hindurch fortsetzen. Eine ist das sogenannte Available Light, das heißt, man nimmt das Licht, das vorhanden ist, was nicht ganz stimmt. Walter Lasalli, der dominante Kameramann des Free Cinema gewesen ist, Anfang der 60er Jahre in England, mit Tony Richardson und vielen anderen zusammengearbeitet hat, weiß oder hat erzählt, wir haben ihn kennenlernen können, dass er natürlich auch Blenden verwendet und versteckte Scheinwerfer und so. Also man ist nicht nur auf das Licht, das da ist, angewiesen, aber man versucht, den Eindruck zu erwecken, dass man nicht sozusagen eine Hollywood-ähnliche, für Technicolor passende Lichtorgie entfesselt. Available Light kommt aus der Schule des Dokumentarfilms und ist bis heute für viele Filmemacher, denken Sie an die Dardenne, immer noch ein sozusagen Prinzip, das sie mehr oder weniger ausdrücklich folgen. Oder es gibt eine neue Ästhetik, die den Ehrgeiz hat, zu vorgeltende Regeln außer Kraft zu setzen. Das sogenannte postmoderne Kino der 80er Jahre ermutigte die Kameraleute wiederholt, gegen das Licht zu fotografieren, sodass überstrahlende Fenster oder eine die sonst scharf konturierte Wirklichkeit aufsaugende, explosive Helligkeit beinahe zu Leitmotiven einer neuen magischen Entkörperlichung der Dinge wurden. Natürlich gibt es auch Genres, die spezifische Lichtarchitektur einfordern oder bevorzugen. Im Fall des Gothic Horror handelt es sich natürlich vornehmlich um Haunted Houses, unheimliche Häuser, um den Kontrast zwischen Nacht und Tag und so weiter. Das muss ich nicht alles, leider habe ich keine Zeit mehr, die ich mir gerade selber nehme, über Shining zu sprechen. Da würde nämlich deutlich werden, wie sozusagen Konventionen und der spezifisch kubrickische Individualstil ineinander greifen.
Es geht also darum, auf die zumindest doppelte Abhängigkeit der Lichtsetzung aufmerksam zu machen. A, die Abhängigkeit von metiereigenen und kulturgeprägten Traditionen und die Abhängigkeit von der künstlerischen Neugier, die bei der Inszenierung bestimmter Einstellungen mit Alternativen zu experimentieren wagt, also Kontinuitätsbruch und Wandel riskiert. Und dieses Neue und Besondere entzieht sich vermutlich der Klassifizierung durch herkömmliche Systematik. Es bedarf zunächst der möglichst eindringlichen Beschreibung des gerade Entdeckten. Kubricks Filme, denke ich, eignen sich für eine solche Annäherung. Sie erschließen eine jeweils eigene auffällige Logik der Lichtinszenierung oder gar Lichtarchitektur. Ich beginne mit 2001. Hier kann man, glaube ich, zu Recht von einem futuristischen oder imaginären Licht sprechen. Durch die Brechung in der Atmosphäre enthält das Licht hier auf Erden, zumal das in der Morgenszeit und abends schräg, da ist steht die Sonne schräg, es gibt also viele Rotanteile. So entsteht der Eindruck von Wärme. Im Weltraum, der keine der Luft vergleichbare Partikeldichte aufweist, entfällt diese Farbverschiebung. Es ist anzunehmen, dass das Licht der Sonne eher weiß, beinahe bläulich, gleichsam ungefiltert und heftig auf Gegenstände wie Raumschiffe aufprallt. Mittlerweile wissen wir genauer darüber Bescheid, können das bestätigen, als Kubrick 1968 seinen Film 2001 uraufführen ließ, gab es noch zu wenige fotografische und persönliche Zeugnisse, zu wenige Zeugnisse, die das bestätigen, was er dann in seinem Film imaginiert hat. Diesen naturwissenschaftlich begründbaren Wechsel des Kolorits nutzt Kubrick in seinem, nach Spartacus, zweiten Farbfilm 2001, Space Odyssey. Zugleich als symbolischen Kontrast zwischen der heißen afrikanischen Urwelt, dem Schoß, dem auch der Mensch entstammt, dem ersten Teil seiner vierteiligen Legende, und der technischen und technologischen Kolonisierung der kalten extraterrestrischen Sphäre in den weiteren Kapiteln. Die von Menschen in den Weltraum entsandten Apparate und Raumschiffe sind vorwiegend von neonartig wirkendem Licht erhellt, abgesehen von den in vielen Farben sehr deutlichen, man müsste fast sagen lauten Farben flackernden Displays der Messinstrumente in den Pilotenkabinen. Dabei geht es darum, den Eindruck des technisch Konstruierten dieser künstlichen Umwelten hervorzuheben. Es herrschen keine vertrauten Verhältnisse von hell und dunkel in der futuristischen Welt des Films. Die Erfindung neuer, ungewohnter Lichtzonen und Lichtarrangements scheint die zentrale ästhetische Formel für die visuelle Komposition in 2001 zu sein. Man muss sich das vor Augen halten, was für einen unglaublichen Wagemut Kubrick bewiesen hat mit der Erfindung sozusagen neuer Lichträume. Die Erfindung dieser Räume ist also wirklich etwas, was man sich immer, ich wiederhole mich gerade, einfach vor Augen halten soll, weil man ja dergleichen nirgendwo sonst findet. Das ist wirklich zu Recht, wenn Sie 2001 jetzt diese ganze Veranstaltung widmen, verstehe ich das sehr gut, weil das ein Durchbruch war. Vielleicht nicht ein Durchbruch im erzählerischen Kino, aber ein Durchbruch im Kunstwerk-Kino, ja, das schon. Jede Einstellung etabliert einen nicht immer leicht erkennbaren Horizont, auch bei Kubrick, doch lässt sich diese Horizontlinie auch ins Unscharfe versetzen, vernebeln. Der gleichgewichtssuchende Blick wird dadurch abgelenkt und verwirrt. Kubricks visuelle Ästhetik vermeidet im Kosmos von 2001 nach Möglichkeit Ebenen, die einen Horizont voraussetzen, nach Möglichkeit, wir sehen gleich einen Widerspruch. In den rund gebauten Raumstationen weist der Boden eine notwendig schwingende Form auf. Im Kugelkopf des Jupiter-Raumschiffs Discovery wird er zur Kreisform gezwungen. Noch bedeutsamer, die Konzeption der Räume verzichtet, soweit es geht, auf den von der Erde gewohnten natürlichen Lichteinfall von oben. So wird das Gefühl verstärkt, die Bodenhaftung habe nachgelassen, die Kraft der Gravitation sei gebrochen.
Die artifiziellen Behausungen, nicht fest gegründet, scheinen mehr oder weniger ausdrücklich zu schweben. Das Außen ist kein zuverlässig beständiger Ort. Das Innen wirkt hermetisch abgeschlossen und scheint die Einrichtung von einst zu imitieren, als sei man in klaustrophobischen Träumen verfangen. Große Leuchtflächen als Wände, das ist eine fast Manier von Kubrick, die er verfolgt, bis zum Schluss auch in Eyes Wide Shut, leuchtende Wände, etwa im niedrigen Konferenzraum der Mondstation, in dem der Gesandte der USA von dem geheimnisvollen Stein berichtet, der Raum wird nur von den seitlichen Leuchtflächen erhellt, sind exemplarisch für eine architektonische Idee, die die Schwärze der Unendlichkeit außerhalb zugleich ausschließt und dennoch in ihrer furchtbaren Unermesslichkeit spüren lässt. Im Rokokozimmer des phantasmagorischen Schlusses geben nur die Bodenplatten Licht ab. Das ist eine verkehrte Welt, in der die vertraute Statik wenigstens zum Teil entkräftet oder aufgehoben zu sein scheint, um so eine imaginäre Szene im Ortlosen, im Nirgendwo zu illuminieren. Hinzu kommt, dass das Licht gleichsam als umgrenzter Energieimpuls gegen die alles verzehrende Schwärze des Universums ankämpfen muss, etwa bei der Ausgrabungsstätte auf dem Mond, auf der die drei Strahler die Ausschachtung und den magischen Stein förmlich aus dem Dunkel herausschlagen. Die weiß ausgekleidete Rotorkabine der Discovery dehnt wenigstens optisch die Enge der Kapsel aus, die als Kopf eines langen, mehrgliedrigen Baukörpers durch eine ewige Nacht fliegt und nur dadurch sichtbar wird, dass das Sonnenlicht diesen Körper konturiert. Natürlich, ein erzählender Film kann auf die Dauer nicht auf anteilnehmende, sich der handelnden Figur anpassende Perspektiven verzichten. Der Astronaut Bowman schwebt im Innenraum des Computers Hal, den er dann entkräftet, wie in einer roten Kabine, als sei diese ein von Blutgefäßen umhüllter Hohlkörper, in den der Eindringling wie bei einer Operation bei lebendigem Leibe Einlass sucht. Die Kamera nimmt in dieser Computerhöhle mehrere Blickpunkte eines befremdeten Beobachters zunächst ein. Und dann bei der wichtigen Handlung, Bowman demontiert das Gehirn Hals, indem er Stück für Stück die Platinen herausfahren lässt, verharrt der Betrachter auf der Kopfhöhe hinter oder neben dem Täter wie ein Augenzeuge. Ähnlich in rotes Licht getaucht, eine vergleichbare Assoziation an einen Körperinnenraum drängt sich auch hier auf, ist die Zwischenkabine, die den in das Raumschiff mit Gewalt hineingeschleuderten Bowman mit Luft versorgt. Man muss auf diese Idee kommen, sozusagen eine Art Körperinnenraum zu wählen, um hier den Computer anzusiedeln. Und wenn man den Computer entkräften will, muss man in diesen Innenraum hinein, diesen rot leuchtenden Innenraum. Es ist interessant, wenige Jahre später behauptet Ingmar Bergman in einem seiner Filme, dass er, weil da er die Farbe Rote sehr häufig verwendet, dass er sich gar nicht anders vorstellen kann, als dass die Seele unbedingt rote sein müsse, wenn man sie sich überhaupt körperlich vorstellen wolle. Eine Klimax der durch Licht erzeugten Aufhebung der Schwere stellt im letzten Teil des Films der wohl so gedachte Übergang des Raumfahrers Bowman in die saugende Anziehung des Planeten Jupiter oder der Unendlichkeit dar. Beyond the Infinite lautet der Zwischentitel, ermöglicht durch das komplizierte Split-Scan-Verfahren, das man übrigens im 19. Jahrhundert schon verwendet hat, um Panoramafotografien herzustellen. Ein Verfahren, das die Aufnahmen des Jenseits unserer Erfahrungen mittels eines Apparats ermöglicht, an dem nach Aussage des Trickkameramanns Douglas Trumbull 6 Monate gearbeitet worden ist. Man ist versucht, diese grandiose Vision des Flugs durch den Lichtkorridor oder Lichttunnel
als psychedelische Halluzination oder gar als Todeserfahrung zu verstehen. Interessant ist, dass wir aus der Gestaltpsychologie das Umdenken gewohnt sind. Das, was uns da begegnet, das kann man auch beschreiben. Auf dich kommen mit relativ hoher Geschwindigkeit verschiedene Lichttexturen zu. Oder man kann es psychologisch verstehen, das, was da sichtbar gemacht wird, ist ein unendlicher Sturz in eine saugende Tiefe, also eine Todesnähe-Erfahrung. Beides kann funktionieren. Mit bitte jetzt den Ausschnitt. Also diese mit atemberaubender Geschwindigkeit auf einen zurasenden, farbigen Schlieren entformte Lichtgitter haben eine unglaubliche Suggestionskraft. Die Zuschauer reißt es mit hinab, wobei zuerst eine senkrechte, dann eine waagerechte Trennlinie, ein Horizont, die ungeheuerliche Tiefe, das Bodenlose des beschleunigten Falls suggeriert. Für das Auge der Betrachter, dass man sich eher abstrakt denken wollte, wenn nicht der hinter seinem Helm offenbar gesicherte Raumfahrer als erlebende Person in Zwischenschnitten eingeblendet wäre und sein Gesicht bei diesem Höllensturz nicht in heftige Vibration geriete. Ich habe in diesem neuen Buch, das freundlicherweise vorgestellt worden ist, von Träumen im Film, mich in einem Kapitel auch mit Todesnähe-Träumen beschäftigt und habe bemerkt, wie auffällig es ist, vielleicht Konvention, aber doch auffällige Konvention, dass viele Träume, die sozusagen an den Tod heranführen wollen, ihre Figuren sehen lassen, fast bis zum Schluss. Als sei sozusagen das Auge das letzte Organ, auf das man sich noch verlassen kann, das die Brücke schlägt zwischen dem empirischen Hier und dem Transzendentalen dort. Die Musik von der Jerry Ligeti, die passt natürlich wunderbar dazu und stellt einen wirklich imaginären musikalischen Raum dar. Diese Mikropolyphonie, die im Grunde die vielstimmigen Stimmen auseinanderfahren lässt, wieder zusammenführt. Es gibt keine bessere Musik, denke ich, die Kubrick entdeckt hat, um hier das Licht- und Bildereignis zu begleiten. Sie wissen, dass Herr Kubrick auf mehrere Stücke von Ligeti, die alle aus den 60er Jahren stammen, zurückgegriffen hat, auf das Kyrie seines Requiems, auf Lux Aeterna, Aventure und Atmosphäre. Die erste Phase der Ekstase mündet dann in eine zweite, ruhigere, auch das also als Überlegung. Ich bin also wahrscheinlich, je älter man wird, desto hemmungsloser wird man in seiner Adoration. Ja? Und die Idee, dass man darauf, was schon so überwältigend ist, also ich meine, Sie wissen wahrscheinlich, dass der Film Erfolg hat in Amerika, nach ersten schwachen Zuschauerzahlen, als die Jungen plötzlich entdeckten, das ist ja eine psychedelische Erfahrung, wenn man da mit Drogen reingeht, das ist was. Zumal die ja natürlich die Zeit auch dehnen, wie Sie vermutlich wissen, sodass dieses Erlebnis besonders intensiv geworden ist. Aber dann auf diese erste Phase der Ekstase, das kann man ja nicht anders beschreiben, mündet dann eine zweite, ruhigere, die noch verblüffender ist, in der die Leibempfindung des Betrachters völlig aufgehoben ist. Auch die Gewissheit schwindet, den möglichen Ort des Beobachters zu bestimmen. Es fehlt nicht nur der Horizont, sondern auch der begrenzende Bildrahmen, die beide Orientierung verschaffen könnten. Nicht auf weiße Eruptionen, Schleier und Nebel auf blauem Grund folgen rotfarbig zerfließende, zeitweise amöbengleiche Formen, die sich ins Schwarze hin ausbreiten. Protuberanzen, Lichtpunkte, ein kleiner weißer Ball bewegt sich über das Bild, als werde das Geschehen in fernen Galaxien nahegerückt, deren Wahrnehmung keinerlei Forderungen des Abbildrealismus erfüllt. Vielmehr Erinnerungen an die gegenstandslose Malerei, sogar des Taschismus oder des Art Informel. Anfang der 50er Jahre gab es die Blütezeit dieser abstrakten Kunst. Nach dem Zweiten Weltkrieg, sozusagen die Kritik an der gegenständlichen Kunst war da sehr lebhaft. Und vielleicht
vielleicht sagt Ihnen das noch was, Taschismus informell, Pollock und viele andere wären da zu nennen, an diese Maler oder an diese Bildimaginationen erinnert das, was Kubrick hier dann erfindet. Zur Rechtfertigung dieser Stilistik ließe sich fragen, wie man anders den Verlust des empirischen Lebens schildern oder sich vorstellen wolle, wenn nicht durch den radikalen Verzicht auf Bilder, die eine konkrete Umwelt darstellen. Und nun kommt wieder eine überraschende Wendung, vorletzter Akt, als müsse es aber einen Punkt der Umkehr und Abkehr von der gestaltauflösenden Abstraktion geben, beginnt nach einer fast symbolistischen Einstellung der Gleitbewegung über eine Fläche, an deren Rand Diamantkristalle leuchten, ein sich gegen Schluss verlangsamender Flug über zerklüftete Gebirgsformationen und über Meere, Inseln, Wüsten, Schneelandschaften, ähnlich wie in Dr. Strangelove übrigens schon, wieder Abbildungen von Realem, die jedoch wie zuvor das Auge Bowmans mehrfacher Solarisation ausgesetzt wurden, also farbversetzte Prospekte wiedergeben und keine irdischen Lokalfarben. Diese auffällige Verfremdung des Kolorits wird dann bei der erwähnten irrealisierenden Lichtinszenierung des abgeschlossenen, fensterfreien, zellenartigen Louis XV Zimmers reduziert, der Quatsch, Louis XVI Zimmers reduziert, indes nicht völlig aufgegeben. So kontrastiert das drastische Feuerwehrrot der Schutzkleidung des Raumfahrers mit den gedeckt dezenten Tönen des Raums, den hellgrünen und bläulichen Wänden und Decken, den Bezügen der Stühle und des Betts. Und bitte, das würde ich Sie bitten, das kurz einzu... Ja, was? Vorzuführen, einzuspielen. Sie sehen, es ist wirklich nur das Licht von unten. Es gibt sozusagen kein natürliches Licht von oben, dadurch diese große Irritation. Und sie haben einen komplett abgeschlossenen Raum, der dieses Licht von unten durch diese Milchglasscheiben gibt ja auch so eine gewisse Sanftheit, nicht teilt die mit. Das entspricht auch diesen hellgrünen und bläulich kolorierten Wänden. Das ganze Zimmer ist ja von einem Symmetriker erfunden. Alles ist genau symmetrisch, die Figuren, die Nischen, die Bilder, wenn man sie näher anschaut, das sind zum Teil Schäfer-Szenen aus der Rokoko-Zeit. Also es ist auch überhaupt die Idee, auf so einen Raum zu kommen, als sozusagen Todesraum oder Raum des endgültigen, absoluten Übergangs, ist schon faszinierend. Ich meine, natürlich ist Kubrick gefragt worden und Herr Peiler weiß besser Bescheid als ich und sagte, da sollte sich halt Bowman in einem Rest seines noch vorhandenen Gedächtnisses an irgendein Hotel, The Dorchester oder so weiter erinnern, die vielleicht damals zum Teil so eingerichtet gewesen sein sollen. Wie schade, dass wir das nicht mehr miterlebt haben. Und das ist natürlich eine Erklärung, aber sie reicht nicht aus und wir wissen auch, das weiß er noch besser, dass Kubrick immer wieder nicht verlegen war, Erläuterung, die nur einen Teil der wirklich gemeinten Antwort darstellen, weil er auch gut schweigen konnte über Sachen. Man muss auch nicht als Künstler über alle Entdeckungen gleich lange reden, wie ich dazu gekommen bin. Ich bin neulich am Spaziergang, fiel mir nichts, sondern es ist so und es ist grandios, es ist beeindruckend, es ist frappierend, es ist schockierend und das ist das Erstaunliche eben dabei. Zumal er die noch Lebensalter durchspielt, der Bowman tritt auf als jemand, der dann noch ist am Tisch, er tritt auf oder liegt dann als Greis im Bett, sieht dann endlich auch diesen merkwürdigen Block da vor sich, diesen Quader und dann haben wir wieder den Weltraum, nämlich einen Blick in den Weltraum. Kubrick versetzt uns oder die Kamera zwischen das merkwürdig enge Geschiebe der Gestirne und das transparent schimmernde sogenannte Sternenkind, ein Fötus in seiner Fruchtblase, wird gezeigt, als hätte das All die Eigenschaften einer nährenden Mutter, deren Präsenz, die Präsenz einer Mutter, wie überhaupt jedes weiblichen Elements im gesamten Film fehlt.
mit ganz wenigen Ausnahmen. Das ist ein ganz sonderbarer Fall. War keine Mutter beteiligt bei der Produktion, um das sehr sachlich auszudrücken, dieses Fötus. Aber es ist eine sonderbare Beschwörung einer erdfernen, in jeder Hinsicht, erdfernen Wiedergeburt, die er so riskiert. Auch hier, und ich weiß, wie viele entzückt sind gerade von diesem Schlussbild, das surreal ist, weil diese Planetenkette gibt es so nicht. Das ist einfach sozusagen eine Fantasie, die er da realisiert. Und auch mit diesem Kind, das Neugeborene sein soll, wir wissen es nicht, es ist sozusagen der Versuch, einen Schluss zu finden, in dem eine Art Neubeginn verheißen wird. Sehr vage. Kein anderer Film Kubricks hat zuvor in solch exzessiver Weise das Sehen und Gesehenwerden thematisiert wie 2001. Selbst der Computer Hell wäre als vieläugiges Ungeheuer zu charakterisieren, das die beiden Raumfahrer keine Sekunde unbeachtet lässt. Dessen Kontrolllinsen mit der relativ kleinen gelben Pupille und der großen roten Iris sind unheimliche Warnzeichen, weil falsche Augen eines durchaus verdächtigen Wesens. Hell kann als plausibler Wiedergänger des Big Brother gelten, der in George Orwells antiutopischen Roman 1984, der 1948 erschien, das restliche Privatleben der Subjekte eines totalitär gelenkten Staates auskundschaftet. Kubrick kannte diesen Roman. Wie anders könnte man sich das auch vorstellen? Bei Big Brother erscheint auch als optisches Instrument in dem Roman von George Orwell, der sozusagen an den Wänden der Häuser hochkriegt, mit einem Auge hineinsieht in die Zimmer, um zu entdecken, was da die unbotmäßigen Subjekte dieses Staats anstellen. Und dieses Auge ist jetzt plötzlich realisiert in dem Film, in dem Auge von Hell. So könnte man 2001 auch als Variante einer Angstprophetie begreifen, in der Macht durch unbeschränkte Überwachung und Einsicht gewonnen und ausgeübt wird. Dieser Zwangswelt in geschlossenen Abteilungen entkommt man vermutlich nur durch den auch musikalisch ins Hochpathetische getriebenen Sturz, die katastrophische Verwandlung ins Transzendente, die der Raumfahrer Baumann paradigmatisch zu erleben scheint. Es ist für Kubrick charakteristisch und interessant, dass er aber nicht nur futuristische, imaginäre Lichträume erfunden hat, sondern ausgesprochen fasziniert war auch von Lichtspielen der Vergangenheit. Der Rumor um Barry Lyndon 1975 rührt ja vor allem daher, dass Kubrick dank avancierter Technik, etwa besonders empfindlicher Objektive, versucht, nur durch brennende Kerzen erhellte Räume aufzunehmen, um so korrespondierend der Spielhandlung um den Abenteurer Barry Lyndon nach dem Roman von William Makepeace Thackeray Lichtstimmungen aus dem 18. Jahrhundert zu rekonstruieren. Die paradoxe Inszenierung eines Helldunkel, vornehmlich in europäischen Adelspalästen des Ancien Regime, will also mit Hilfe von hochentwickelten modernen Linsen die Geschichtlichkeit, die typische Beleuchtung von vor 200 Jahren in der jeweiligen Szene vortäuschen. Es wird manchmal übersehen, dass Kubrick dieses Kunststück nur in einigen Sequenzen riskiert. Er überzeugt insbesondere dann, wenn das rötliche Halbdunkel der flackernden Kerzen mit seiner Intimität und in mancher Hinsicht sinnlichen Wärme passende Verführungspräludien widerspiegelt. Also auch hier gewissermaßen gibt es eine Standardsituation, die der Verführung, des Verführungspräludiums mit der betreffenden Einrichtung des Lichts der Kerzen. Also empfehlen sich Halbnah- und Nahaufnahmen der bei Kerzenlicht eher flächig als plastisch wirkenden Gesichter und Oberkörper. An anderer Stelle verkürzt eine Kulisse von Figuren Zuschauern beim Spiel, die um die Tische und die Protagonisten herumstehen, den Blick in die Tiefe. Der wird verhindert. Der Hintergrund würde nämlich bei dieser Ausleuchtung ins Undeutliche zerfließen. Es wäre sozusagen ein kunstwerkliches Manko, das Kubrick nicht eingeht.
Ich möchte Ihnen wieder einen Ausschnitt zeigen. Es ist eine Spielszene in jeder Hinsicht. Nämlich Barry Lyndon sitzt zum ersten Mal oder am Spieltisch. Lady Lyndon, er heißt noch nicht Barry Lyndon, er wird es dann sein. Lady Lyndon gegenüber. Lady Lyndon hat zu ihrer Seite einen Priester, der sich, das darf in der anglikanischen Kirche erlaubt sein, in sie verliebt hat und eifersüchtig reagiert. Schauen Sie mal auf das Spiel der Blicke. Das ist ein so wunderbares Beispiel dafür, wie man mit wenigen gezielten Blicken eine ganze Konfliktsituation erzählen kann, weil man sonst nichts sieht, weil dieses Halbdunkel eben dazu zwingt, sich auf weniges zu konzentrieren, eben auf die Augen und die kleinen Gesten. Vielen Dank. Man hat Kubrick manchmal vorgeworfen, dass ihm Personenführung nicht so am Herzen liege. Da muss man einfach nur diese Szene zeigen, um genau das Gegenteil zu beweisen. Sie sehen hier in dieser kleinen Szene so unendlich viel. Die Anziehung, die erotische zwischen Lady Lyndon und Barry. Die Eifersucht des neben Lady Lyndon sitzenden Priesters, der sich zu ihr wendet und wieder abwendet. Auch einfach bei dem, er will sich am Spiel beteiligen will, sozusagen ihr Einverständnis, ich rede von dem Priester, das kriegt er nicht, sie schaut mit den Augen nach unten und auch als Barry nach unten sieht, öffnet sie wieder ihre Augen, sieht zurück, es ist ein so wunderbares Augenspiel, was innerhalb dieses Sfumato, dieses rötlich-hellen, warmen Sfumato möglich ist, wie es vielleicht bei heller Beleuchtung nicht der Fall wäre, weil wir zu sehr anderes noch sehen, was uns eigentlich irritiert wir vielleicht gar nicht sehen wollen. Hier ist eine ungeheure Blickkonzentration möglich. Oder in der Szene des Abendsequenz des Abendessens, zu dem Barry von der deutschen jungen Frau Lieschen eingeladen worden ist, die ihr kleines Kind füttert, während zwischen beiden, Barry und Lieschen, eine fühlbare erotische Spannung entsteht. Und das gleiche Grundmuster liegt eben auch hier zugrunde am Spieltisch. In dem zwangsläufig gebotenen Kammerspiel sind Kopf- und Augenbewegungen von besonderer Bedeutung. Filigrane Aktionen und Reaktionen verraten Barrys wachsendes Begehren, die scheu zurückgedrängte Aufgeregtheit der Lady und die Eifersucht des familieneigenen Reverence Runt. Bei solch gedämpfter Beleuchtung verwundert es nicht, dass es auch am Spieltisch nicht mit rechten Dingen zugeht. Barry und sein Lehrmeister sind Falschspieler. Die Helligkeit der Kerzenflammen spart meist die hohen Decken dieser repräsentativen Räume aus. Die ziehen sich ins Dunkel zurück, diese hohen Decken. Faktisch könnte man in diesem Fall von einer Art Seitenlicht sprechen, da die Lichtquellen meist auf Augenhöhe ins Bild kommen. Während in A Clockwork Orange Gegenlicht eine besondere Herausforderung für die visuelle Gestaltung gewesen zu sein scheint, ist es Seitenlicht in Barry Lyndon. In Innenräumen dominiert es ohnehin, nicht nur bei Nacht, sondern auch wenn vorgebliches Tageslicht durch Fenster und Türen einströmt, im Elternhaus Barrys oder im Schloss von Lady Lyndon, zumal in Szenen, die nach der Entfernung des rüpelhaften Störenfrieds Barry spielen, als bezeichnet die überaus helle Einstrahlung durch riesige Glasflächen, eine Vorwegnahme des durch viele Kilowatt geleisteten Hallenbeleuchtung in Shining, bezeichnet diese überaus helle Einstrahlung das Prinzip der Aufklärung, die das Zwielicht von Barrys Machenschaften vertreibt. Sogar bei Szenen im Freien fällt eine Neigung auf, Seitenlicht die Spielorte profilieren zu lassen. Etwa bei Barrys erstem im Morgenschimmer abgehaltenem Duell. Bitte, das Duell, das es gibt auch indirekte Verfahren, das Licht von oben abzuschirmen. Übrigens, in einer ungewöhnlich elegischen Naturansicht, der Himmel wird durch dunkle Wolken verdeckt, wenn sie nicht sozusagen in der Kamera produziert worden sind. Auf einem Stoppelfeld fällt Redmond, Barrys Vater. Beim letzten Duell Barrys gegen den jungen Lord Burlington findet das wohl durch Lampen erzeugte Licht Einlass durch das seitwärts geöffnete große Scheunentor und Mauerschlitze. Auf diese Szene nochmal kurz zurückzukommen, die Sie gerade gesehen haben.
Es ist offenkundig, dass Kubrick zu malerischer Überformung der Einstellung tendiert. Dabei ist der Kameramann John Alcott zu Hilfe gekommen, wie schon zum Teil in 2001, dann in Clockwork Orange und dann auch noch in Shining. Es ist kein Geheimnis, dass Kubrick sich durch Gemälde, zumal Landschaften und Interieurs des 18. Jahrhunderts, siehe das Sterbezimmer des Raumfahrers Bowman am Schluss von 2001, auch hier wieder. Das 18. Jahrhundert spielt eine große Rolle für Kubrick, ist ganz faszinierend. Also auch das Jahrhundert der Aufklärung, der Kampf gegen die Dunkelmännerei spielt auch vielleicht thematisch in seinen Filmen eine erhebliche Bedeutung. Und auch durch Landschaften Interieurs des 18. Jahrhunderts sich inspirieren ließ. Die Musik natürlich nicht. Das ist ein Ausschnitt aus einem Klaviertrio von Schubert. Das muss Sie nicht irritieren. Und gerade bei der Musik darf man frei durch die Jahrhunderte tanzen. Warum kann man auch nicht Ligeti nehmen zu dem Sturz Beyond the Infinite? Als The Rake's Progress, und das ist natürlich eine Anspielung, illustriert im 18. Jahrhundert, dass Hogarth sich dem Ende nähert und der Rächer Burlington den inzwischen haltlosen Barry aufsucht, der wahrscheinlich betrunken auf einem Stuhl schläft, während sich seine Kumpane im Hintergrund beschäftigen, zitiert der Film ausdrücklich das satirische Tableau von William Hogarth, The Tavern Scene, die Tavernenszene. Doch selbst da, wo Vorlagen aus der Kunstgeschichte nicht gleich zu identifizieren sind, bemüht sich Kubrick um pittoresk, schöne, ungeniert romantische Plakate von einer vormodernen Welt der Reiter und Postkutschen. Im Hintergrund ein Schloss auf Bergeshöhe, Hügelwellen, Wälder, eine Equipage rast in der unteren Bildzone dem Betrachter entgegen. Es gibt nicht von oben, aber vor allem auch von der Seite. Auch die wiederholte Methode, die Kamera vom Detail aufziehen zu lassen, hier etwa das haben Sie jetzt nicht sehen können, von den Pistolen. Das hat auch seinen Grund, weil da ist keine echte Munition drin, sondern Pseudo-Munition. Der betreffende Mann, der da tot umfällt, hat nur markiert. Bis die gesamte Szene als stets wohlgeordnetes Ensemble zu sehen ist, verlangt eine präzise Planung der Einstellung. Bei dem Duell Barrys mit dem Offizier Quinn, dem Rivalen um die Gunst seiner Jugendliebe, sind zunächst in Großaufnahme die Pistolen zu sehen, die gerade geladen werden, bis der Zoom einsetzt und den Blick auf eine Idylle freigibt, die sich kunstvoller elaboriert nicht denken lässt. Eine Wiesenfläche zwischen hohen Bäumen, im Mittelgrund ein Fluss, alles ins reine Licht der Morgensonne getaucht. Ein leichter Wind bewegt die Zweige und die Haare. Diese Vedute erweckt den Eindruck einer lyrischen Plenärfotografie, dennoch nicht den eines Zufallsfundes, eines Objet trouvé, wie es vielleicht bei Jean Renoir der Fall gewesen sein mag. Vielmehr einer ganz absichtsvoll kombinierten Invention, wobei die Idee mitschwingt, dass sich die schöne Natur nicht um den Tod eines Menschen schert. Die Vernichtung eines Lebens beim Duell zu erwarten, verliert in der leidfreien Atmosphäre eines bukolischen Environments vermutlich an Pathos. Oder es wird auf so raffinierte Weise angedeutet, dass es sich bei diesem Waffengang ohnehin nur um eine Farce handelt, der Tod von Barrys Kontrahenten ist fingiert, dass man, wenn man ganz hellsichtig wäre, dies ahnen könnte. Die Auflösung der Sequenz in mehrere recht lange Halbnahaufnahmen bei unverändertem Lichteinfall lässt auch annehmen, dass trickreich verborgene Lampen und Aufheller zu Hilfe genommen wurden, also nicht nur Available Light. Wie kaum ein anderer Regisseur hat Stanley Kubrick, Sie merken, dass es die Schlussworte, die Ausleuchtung einer Szene nicht nur als simple Voraussetzung dafür gesehen, dass man endlich drehen kann oder die Hauptdarsteller vorteilhaft erscheinen. Die Ausleuchtung war für Kubrick ein bedeutsames Medium der Erzählung. Sei es, dass die Logik der Lichtinszenierung mit dem Konfliktverlauf Übereinstimmung suchte und dabei viel subtiler zu Werk ging, als es in der Produktionspraxis üblich ist, sei es, dass sich Licht als eigene Komponente der künstlerischen Gestaltung emanzipierte, um in aufregender Differenz zur genretypischen Darstellung von Handlungsverlauf, Schauplatz und Charakterzeichnung sichtbar zu werden. Vielen Dank für Ihre Geduld.
Ja, ganz herzlichen Dank, Thomas Köbner, für diesen anregenden Vortrag. Wir haben jetzt noch die Möglichkeit, ein bisschen zu diskutieren. Ich bin mir sicher, nach diesen ganz wichtigen, wertvollen Impulsen gibt es von Ihrer Seite aus Kommentare oder Fragen. Dann komme ich zu Ihnen. Ich bitte einfach um Ihr Handzeichen und damit wir alle was verstehen und da wir diese Veranstaltung auch aufzeichnen, dokumentieren, warten Sie bitte kurz, bis ich mit dem Mikrofon bei Ihnen bin. Gibt es schon erste Fragen, Kommentare an Professor Dr. Thomas Köbner? Sonst sammeln Sie sich noch einen Moment. Dann eine Sache, die mir zu 2001 noch einfiel. Sie haben das ja wunderbar aufgeschlüsselt, wirklich von der Wärme der untergehenden und aufgehenden Sonne in der ersten Sequenz in der Affengrube, der Aufbruch der Menschheit bis zum Schlussbild des Sternenkindes mit dieser ja fast surrealen Lichtanmutung auch. Das Sternenkind schwebt vor der Erde. Wir haben den Film ja jetzt hier am Dienstagabend zur Ausstellungseröffnung nochmal gezeigt, in dieser integralen Roadshow-Fassung, auch mit einer Ouvertüre. Sie sind ja auf LIGT auch mehrfach eingegangen. Und da gibt es ja am Anfang des Films einen interessanten Gestus von Kubrick und dann auch nochmal nach der Pause gibt es nochmal LIGT, nämlich die völlige Abwesenheit von Licht, also das Fehlen eines visuellen Impulses. Wir hören erstmal nur und wir hören dann auch nach der Pause nochmal nur Musik. Möchten Sie dazu noch was sagen, sozusagen zu dieser Abwesenheit von Licht? Nein, weil Sie haben sie ja alles schon gesagt, ja. Ich meine, er ist einfach ein unglaublicher Erfinder, also er hat ja sehr viel Verständnis für Musik. Also sprach Zarathustra war eine symphonische Dichtung von Richard Strauss, die kein Mensch mehr kannte. Nach diesem Film ist die zuhauf verkauft worden, weil natürlich, aber das ist eigentlich zum Teil eine ganz konventionelle Sache von Strauss, aber nicht der Beginn. Und dieser Spürsinn, den Beginn rauszusuchen, um sozusagen der Anfang der Geschichte den zu musikalisch zu illustrieren, das ist einfach unglaublich. Also immer wieder staunt man über diese, wie soll man das sagen, Inventionen, die Kubrick da zustande gebracht hat. Ich darf noch etwas sagen, bitte. Das sind so höflich und nennen mich immer Professor. Ich muss dazu etwas sagen, das ist ein Titel wie Betriebsleiter. Wenn man seinen Betrieb verlassen hat, ist man nicht mehr Betriebsleiter und auch nicht mehr Professor, sondern hat einen merkwürdigerweise bürgerlichen Namen und ich würde mich freuen, wenn Sie mich bei dem auch ansprechen würden, weil das andere ist Amtsanmaßung. Gut, gibt es Fragen an Herrn Köbner? Ich komme zu Ihnen. Jetzt plötzlich. So, Sie waren zuerst. Ach so, ja, okay, vielen Dank. Ja, vielen Dank erstmal für den tollen Vortrag. Das war ganz wundervoll interessant. Ich weiß nicht, ob meine Frage wirklich sehr viel Sinn macht, aber vom Gefühl her interessiert mich jetzt ein bisschen auch die Frage der Intensität und Zusammenhang Intensität, Licht und Farbe. Gibt es da etwas, was man bei Kubrick feststellen kann, dass da ein Zusammenhang existiert? Ich weiß nicht, macht die Frage Sinn? Ja, natürlich. Wissen Sie ungefähr, was ich meine? Ja, weil Intensität ist natürlich eine ästhetische Kategorie, die vor allem als Wahrnehmungsempfindung zu bemerken ist. Und er wollte ja intensiv sein, nicht? Und deswegen viele seiner Szenen haben sich in unser filmisches Gedächtnis eingeprägt, weil sie von einer großen Intensität, nicht beiläufig, na? Er konnte auch so lange die Kamera draufhalten, bis man mitgekriegt, so ist das, ja. Wenn Sie an den Schluss von Shining denken, dieser wild gewordene Vater rennt in dem Labyrinth, dem Eislabyrinth hinter seinem Sohn her nicht nur um eine Ecke, sondern um mehrere Ecken und der Sohn läuft dann rückwärts und man hat bei jedem Schritt, den er rückwärts macht, die Angst, dass um die nächste Ecke der Mann mit der Axt auftaucht. Also das war etwas, was er sehr gut verstanden hat, diese unglaubliche Intensität. Und ich habe die Beobachtung gemacht mit einer Freundin, Filmkritikerin damals in Köln,
dass wir immer reingegangen sind, rausgegangen aus dem Film und sagten, was war das denn jetzt? Was war das denn jetzt? Und dann plötzlich, weißt du, Tage später erinnern wir uns an Szenen und Ideen und Bilder und wird immer dichter und immer dichter und immer dichter. Und das zeigt also, dass die Filme uns damals als miterlebende Augenzeugen fast immer überfordert haben, weil wir so ein bisschen in unseren Konventionen stecken. Und dann hat diese Intensität der Darstellung uns zurückgewonnen und klargemacht, was haben wir da Grandioses gesehen. So, hier gibt es noch eine weitere Frage oder ein weiterer Kommentar. Mhm. Ja, danke. Ja, wirklich vielen Dank für Ihren hervorragenden Vortrag. Ich habe so im Alter von 20 so die Aufführung dieses Kubrick-Films gesehen und wir, meine Zeitgenossen und ich, wir waren da ziemlich von fasziniert. Wir hatten aber eine Deutung, die in Ihrem Vortrag nicht angesprochen worden ist. Das war, es gab damals mal, es gibt ja einen inneren Zusammenhang zwischen Licht und Zeit, ja, zwischen der Lichtgeschwindigkeit, die größte Geschwindigkeit, die denkbar ist nach Einstein. Und da gibt es den Gedanken auch, der damals ausgesprochen ist, wenn es gelingen sollte, mit einem Raumschiff Lichtgeschwindigkeit zu erreichen und der Raumfahrer würde zurückkommen auf seinen Ausgangsplaneten, der sich in der Zwischenzeit weiter bewegt hätte, dann käme er zurück gealtert. Und das Motiv haben wir geglaubt zu erkennen. Und da gab es dann auch doch einige Anzeichen davon, mit einer Art Utopie, wenn man den Gedanken ins Extrem zieht, dass man sich selbst als Embryo erlebt. Ja, das ist eine schöne Idee. Oder ich weiß es nicht. Darf ich sagen, dass Kubrick wahrscheinlich daran nicht gedacht hat. Denn diese Raumfahrer kehren ja nicht zurück. Der sozusagen Weg ins All ist der letzte Weg, den sie einschlagen. Wenn man also diese Fötus-Fantasie jetzt mal ausspart. Was Sie ansprechen, ist Thema in dem Film Planet der Affen. Der davor gedreht worden ist. Da haben sie genau das Phänomen, dass Raumfahrer auf einem Planeten, einem Gestirn landen und feststellen, dass das mal die Erde gewesen ist. Ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, von Franklin Schaffner inszeniert. Nicht uninteressant, nach einem futuristischen Roman. Da ist genau dieses Thema Zeit aufgegriffen. Entschuldigung. Komm zu Ihnen, einen Moment. Können Sie noch was sagen zu der Kameraperspektive in der ersten Szene aus 2001, in dieser psychedelischen Szene, die Sie ja gezeigt haben und auch auf die abstrakte Kunst in 50er Jahren bezogen haben, ist es ja so, dass es ein Point-of-View-Shot ist, das heißt eine subjektive Kamera, in dem man diese Farben dann vorbeirauschen sieht, die sich dann immer abwechseln mit einer Kameraperspektive auf frontalen Kamera auf den Protagonisten selber. Das heißt, dass die Auflösung von Formen, die selber nicht schon in die sozialen Formen, also die institutionellen Formen, die man dann an diesen Interieurs sieht, eingeschrieben sein kann, eigentlich nur erfahrbar wird über die subjektive Kameraperspektive selber, die dann ja zugleich die des subjektiven Zuschauers, also der Rezipientin ist. Also können Sie zu diesem Verhältnis nochmal was sagen zwischen dieser subjektiven Kamera und den dann objektivierenden Einstellungen, die ja überwiegen in den beiden Filmen? Ich kann Sie ja nur bestätigen. Es ist in der Tat so, dass die immer dazwischen geschilderten, geschickt geschnittenen Großaufnahmen von Baumann deutlich machen, das ist perspektivisch gemeint, ja. Und das geht auch so weiter. Übrigens haben Sie die subjektive Perspektive auch im Rokoko-Zimmer. Sie sehen sozusagen Baumann durch das Sichtfenster der
Raumkleidung, ja. Und dann sehen Sie Baumann, wie er sich selber als Alternden, noch weiter gealterten am Tisch sitzen sieht. Der kommt dann ins Badezimmer und schaut nach, wer ihn da gesehen hat oder ob's. Also diese subjektive Perspektive wird nie aufgegeben. Das ist das Interessante daran. Auch das ist so riskant, das so zu machen. Aber das macht er halt. Und ich finde, da kommt der besondere, so schwer zu sagen, Zauber, das ist ein dummes Wort, aber doch dieser ganze Szene, das Rätselhafte besser, das Rätsel und Geheimnisvolle sozusagen der ganzen Sequenz zum Vorschein, weil er auf die Subjektive nicht verzichtet, ja, eben als wäre es ein Todesnähe-Drama, das Baumann da erlebt, mit den Augen erlebt. Ja, was gerade bei Barry Lyndon auch eigentlich eine relativ interessante Sache ist, ist, dass ja auch im Dialog selber auf Farbe und auf Licht angespielt wird mehrmals. Zum Beispiel einmal gibt es eine Szene, da ist ein Bild und dann gibt es im Dialog, erwähnt Barry die Farbe Blau im Bild. Das Bild selber sehen wir aber nicht. Oder es gibt eine andere Szene, da wird dann aus einem Hut etwas gezogen und da wird dann bemerkt, sozusagen fast eine technische Bemerkung, wie das Licht zusammengesetzt ist. Es beschäftigt sich auch irgendwie in einer gewissen Metaebene doch auch noch selber mit dem Medium. Also ja. Vielleicht auch ganz interessant, gerade in Barry Lyndon zu dem Thema. Also. Ja, haben Sie völlig recht. Danke. Ja, vielen Dank für Ihre Beiträge. Ich darf noch mal darauf hinweisen, dass Thomas Köbner, ganz kurz, die Bücher sind verschwunden, sehr gut. So, dass Thomas Köbner auch zur Verfügung steht noch und falls Sie sein Standardwerk zum Science-Fiction-Genre erwerben möchten, das gibt es oben an der Kasse. Wir machen jetzt eine kurze Umbaupause von 5 Minuten. Herr Köbner steht auch zum Signieren bereit. Wenn Sie jetzt Er sitzt zum Signieren bereit, wunderbar. Wenn Sie jetzt noch Lust bekommen haben, 2001 nochmal zu sehen, denn heute Abend zeigen wir Ihnen ja Barry Lyndon, dann schauen Sie doch in unser Begleitprogramm, in den Flyer, dort haben wir alle Termine aufgelistet und im Juni gibt es zum Beispiel auch 2 Programme mit Gästen, das können Sie also jetzt schon buchen, auch an der Kasse, wenn Sie möchten, und wir werden unter anderem Thomas Reiter von der ESA hier begrüßen, einen echten Astronauten, und mit ihm darüber sprechen, wie es im Weltall ist im Vergleich zu Kubricks Bildern. Das nur als Hinweis. Bitte ein wichtiger Hinweis noch, wenn Sie jetzt das Kino verlassen und dann zurückkommen, nehmen Sie die Tickets mit, damit wir das beim Einlass entsprechend verbuchen können. Das wäre ganz wichtig, also bitte Ihr Ticket mitnehmen. Und das Filmcafé hat jetzt noch das letzte Mal geöffnet für heute Abend. Ich wünsche uns eine gute Projektion und möchte an der Stelle nochmal Andreas Beilharz danken, der sich bemüht hat, eine neue 35mm Kopie in exzellentem Zustand aus London für die Vorführung zu besorgen. Die übernimmt Pramila Cinchana heute Abend. Aber unser ganz besonderer Dank gilt für den wunderbaren Auftaktvortrag Thomas Köbner. Ich danke Ihnen.